Insights, Insight. Aha-Momente für mehr Leichtigkeit im Leben, Business und Beruf. Von und mit Silvia Kietil und Shelia Stevens. In diesem Podcast stehen persönliche Erkenntnisse im Vordergrund unter dem Motto There's nothing to do, there's something to see. Du entdeckst die drei Prinzipien hinter dem Leben und lernst, wie mehr Gelassenheit, innere Ruhe und entspannter Erfolg auch für dich möglich sind. Genieße die folgenden Minuten. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Insights Inside. Und in der heutigen Episode geht es um das Thema die Plattform und der Content. Silvia, hi, grüß dich. Ich bin Shelia Stevens und ich bin mit Silvia Kittel da. Wie geht's, Silvia? Hallo, ich bin sehr gespannt auf unsere Episode heute, denn das ist eine Überraschungsepisode. Ja, so wenig. Wir haben entschieden, wir machen das ein bisschen freier und lockerer und mehr präsent einfach zu dem, was der andere sagt und schauen, was dabei rauskommt. Ja, dann mach dich, oder sag mal, halt dich an deinen Stuhl fest, Silvia, jetzt kommt das Thema. Und zwar, ich bin gespannt. Ja, ich habe am Wochenende, also letzte Woche von Donnerstag auf Sonntag, habe ich virtuell teilgenommen an einem sogenannten Professional Training Retreat in Lacuna, Washington mit George und Linda Pransky und Barbara Patterson. Also großartige Lehrer der Three Principles. Und was mich zu diesem Training angezogen hat, war einfach die einfache Frage auf der super knappen Landingpage, die sie hatten, nämlich hören deine Kunden das manchmal nicht, was du denen sagst? Also im Sinne von diesem Verständnis. Und ich dachte, ja, ich bin dabei. Ich glaube, ich könnte da ein bisschen Hilfe gebrauchen. Und Linda hat etwas gesagt. Ich meine, es war sogar am ersten Tag. Und zwar sprach sie von der Plattform und von dem Content. Und jetzt versuche ich das gut wiederzugeben, wie ich es gehört und wie ich es verstanden habe und was das mit mir gemacht hat. Und ich bringe dann gerne ein Beispiel, wie ich das im Coaching auch so erlebt habe vor kurzem. Und zwar, wenn du meine Hände sehen könntest, wäre so unten eine Hand, wo die Plattform ist. Und die Plattform ist das, was alles trägt, wie der Name Plattform es sagt. Und auf der Plattform oben drüber irgendwo ist der Content. Und ich fand dieses intuitive Nutzen von diesen Wörtern, die Linda noch nie genutzt hat, deswegen sehr spannend, weil es erinnerte mich an YouTube und die Videos drauf. Also YouTube ist die Plattform, ohne dass all das andere nicht gebe, und dann sind die Videos der Content. Die kommen einfach drauf, die werden draufgeladen. Und ich würde ganz gerne einfach ein bisschen mehr über diese Plattform sprechen, weil für mich ist diese Plattform dieses tiefere Gefühl, mit dem wir verbunden sind. Und von der Plattform weg ist es häufig so, dass wir einfach wissen, was unser nächster Schritt ist in unserem Leben. Also von dort aus ist einfach so, es herrscht eine ruhige, getragene Klarheit. Und der Content wiederum ist nicht dieses tiefere Wissen, was von der Plattform kommt, sondern der Content ist einfach der Content. Die Stories, die erzählt werden, das ganze Denken, wie wir Dinge abwägen und die Geschichten. Also in dem Podcast haben wir ganz viel über diese Denkebene gesprochen. Und ich hatte diese Woche ein Coaching mit einem Kunden aus Wien, witzigerweise Silvia, ein Wiener Kollege. Und wir hatten vor einigen Wochen ein VIP-strategischer Halbtag zusammen gemacht und haben sein Business angeschaut auf seine strategischen Perspektive. Und in diesem Call sollten wir einfach weiterführend über sein Thema sprechen, zu Zielgruppen, Fallen und die Positionierung und das Angebot, das war so das nächste Thema. Und ich hatte ihn zwischendurch als Kundengeschenk, weil er ganz neu an Bord war, The Space Within von Michael Neal geschenkt.
Und in diesem Buch geht es um, es geht um die Plattform. Das ganze Buch geht um diese Plattform. Es wird Space Within genannt oder Zuhause sein, Coming Home. Und er las vor so einen Satz im Buch und ich habe gemerkt, dass er in Verbindung gekommen ist mit dieser Plattform. Und ich habe kaum was gesagt im Coaching, was sehr ungewöhnlich ist für mich, weil ich immer gern viel rede und steuere in die eine oder andere Richtung. Und plötzlich, obwohl es nur unsere zweite Sitzung war, er hat mir aus einer tiefe, ruhige, innere Klarheit heraus gesagt, so wird mein Business ausschauen in dem nächsten Jahr. Es wird beginnen mit diesen Trainings, dann werde ich die Leute in diese Gruppen bringen, von dort weg in die Coaching-Ausbildung. Und das klingt ganz banal, aber es ist gar nicht banal, weil vor einigen Wochen, wo er das Coaching gebucht hat, der war in dem Content sehr drin gewesen. In welche Richtung gehe ich? Wie mache ich das? Das sieht alles so komplex aus. Ein stetiges Drehen im Kreis um den Content, seine Gedanken. Und plötzlich war er dort und er wusste einfach, wie das weitergeht, ohne dass ich überhaupt was dazu sage. Hm. Und darüber will ich heute sprechen, von der Plattform und dem Content. Und Silvia, ich bin gespannt, was du gerade gehört hast und was mir dazu einfällt. Ein sehr, sehr spannendes Thema, mit dem ich mich auch in letzter Zeit sehr, sehr viel beschäftige. Und wir haben eine Episode davor schon sehr, sehr viel über diesen Inhalt eben gesprochen, über diesen Content. Und was ich mehr und mehr bemerke bei mir ist, dass dieser Content natürlich immer da ist, weil das irgendwie, ja, das sind die Inhalte unserer Gedanken, das ist das, mit dem wir uns die ganze Zeit beschäftigen und wo sehr, sehr viel unsere Aufmerksamkeit auch dorthin geht. Aber ich merke, dass das mehr und mehr in den Hintergrund laufen darf und ich von dieser Plattform heraus agiere und ich höre zum Beispiel wahnsinnig oft von Kunden, Kundinnen, dass, naja, aber wenn ich darüber nicht nachdenke, ja, dann mache ich ja dann vielleicht nichts mehr. Oder wenn ich den Inhalten keine Aufmerksamkeit schenke, ja, dann mache ich doch nichts mehr. Und was wir aber da total übersehen, dass, hey, wir funktionieren wahnsinnig gut, ohne dass wir denken oder ohne dass wir Aufmerksamkeit den Gedanken hingeben und denen schenken, weil diese Plattform eh von ganz alleine arbeitet. Mhm. Die hat dieses Wissen, nämlich jetzt du hast diesen YouTube-Kanal genommen als Metapher genommen und die funktioniert einfach. Und so unabhängig, ob da wie viele Videos da drauf sind oder nicht und welchen Inhalt diese Videos drauf haben, es ist ganz egal. Die Plattform steht und die Plattform arbeitet. Und sich da zurück zu konzentrieren und zu sehen, hey, wir tun ja sowieso. Ich habe mich vor 3 Jahren, glaube ich, ist es mittlerweile her, wirklich auf der Suche nach dieser Plattform, ich habe es damals anders genannt. Ich habe es damals innere Weisheit genannt. Ich habe gesagt, was will mir denn meine innere Weisheit überhaupt sagen? Und sagt sie mir denn überhaupt etwas? Ich habe 2 Dinge festgestellt. Also einerseits die innere Weisheit oder Plattform, die spricht wenig. Also ja. Die sagt nichts. Die sagt gar nichts. Die ist eher so dieser stille, teilhabende Teil, der aber die Richtung vorgibt und aktiv wird und uns zum Tun anleitet und uns zum Handeln führt und eben ganz klare Richtung folgt. Also wenn du deinen Kunden nimmst, der sagt, plötzlich habe ich das gesehen. Ich habe das schon wahnsinnig oft in meinem Leben gehabt, dass ich vorher immer darüber nachgedacht habe und gegrübelt habe und wie könnte ich das denn machen und was ist der nächste Schritt. Und sobald ich das losgelassen habe, war es plötzlich ganz klar da. Ganz klar war der nächste Schritt da. Ganz klar war, ja, wie schaut meine Vision aus? Wo will ich denn hin? Mhm. Also diese Plattform ist so ein, die alles trägt und die einfach weiß. Und wir brauchen diesen Inhalt mehr zur Unterhaltung. Also ich habe
ein anderes Bild einmal irgendwann gehabt. Ich glaube, ich habe auch einen Artikel dazu geschrieben oder im Facebook habe ich einen Post gemacht und gesagt, eigentlich ist diese Plattform, ist die, die uns im Leben erhält. Also die atmet uns, die reinigt uns die ganze Zeit, die schaut, dass der Hormonspiegel richtig ist, dass die Temperaturen in uns abgestimmt sind und alles harmonisch abläuft. Wenn irgendwo ein Virus ist, wird der bekämpft. Das heißt, das arbeitet von ganz alleine, von ganz alleine. Und wir haben eigentlich nur die Aufgabe, mit dem Leben zu spielen. Wir können ein Business aufbauen, wir können Sport betreiben, wir können kommunizieren, wir können tun und lassen, was wir wollen, weil im Hintergrund arbeitet das Leben, die Plattform, die innere Weisheit, wie auch immer wir das jetzt nennen wollen, Mind von Sydney Banks, das arbeitet von ganz alleine und hey, wir können uns darauf verlassen. Und wenn wir nur dem nachgeben, dann kriegen wir die richtige Richtung mit. Ja. Ich habe so das innere Sinnbild von dem, was du gerade erzählt hast. So wie ich habe mir vorgestellt auf YouTube, es gibt einen Business-Channel, wo du dein Business spielst und es gibt einen Koch-Channel, wo du kochst. Ja. Sport-Channel, wo du sportelst und all das gehört zu dieser Erfahrung im Leben, aber das, was du gesagt hast, so die Plattform sagt nichts. Die was mir in den Sinn kommt, ist diese unglaubliche Stille, die dort vorherrscht und auf dieser Plattform, was ich ganz deutlich spüre, ist ein Gefühl. Also in diesem Coaching mit dem Kunden, ich bin im Nachhinein, habe ich zurückgedacht an die Sitzung und ich habe gespürt, was dort passiert ist. Es ist wie wenn etwas sinkt. Kennst du das, wenn wir in ein tiefes Gewässer eintauchen und wir gehen einfach runter und in diesem Unterwasserwelt ist alles einfach stiller, es ist einfach ruhiger. Und ich habe das eindeutig gespürt bei ihm, dass er einfach so da abgetaucht ist in diese Stille. Und von dort kam diese Klarheit, diese stille, tragende Klarheit, die er hatte. Und alles, was wir machen von dort weg, es hat ein bestimmtes Gefühl. Ja. Ja, es hat auch ganz viel Fülle. Ich habe was ich immer dann sehe, ist ein Ozean mit Wellen drauf. Und wir beschäftigen uns die ganze Zeit mit den Wellen. Also wir beobachten diese Wellen, wir beurteilen diese Wellen, wir verurteilen diese Wellen und erkennen aber nicht, dass diese Welle ist nur ein Teil des gesamten Ozeans. Die Welle könnte nicht da sein ohne den Ozean. Und diese Plattform, das ist der Ozean, das ist das Große und der bringt Wellen hoch. Keine Frage, ja, ständig, immer wieder und immer wieder, weil das halt dazugehört. Und bei uns sind es halt die Gedanken, die immer wieder kommen. Aber dieser Ozean in uns, dieser Ozean, der einfach da ist und auch ohne Wellen, also gäbe es keine Wellen mehr, wäre der Ozean trotzdem da. Ja. Und hätten wir weniger Gedanken, sind wir trotzdem da und tun trotzdem unser Ding, weil das gehört einfach dazu. Also was sollten wir denn sonst tun? Wir sind Menschen, wir sind dazu auserkoren, auf diesem Planeten, in diesem Universum ganz viel auf die Beine zu bringen. Das ist unsere Natur. Und sich darauf zurückzukonzentrieren und zu fokussieren, dass dieser Ozean, diese Plattform, das ist das, was uns lebendig macht. Und je mehr wir dort auf dieses Nicht-Geschrei hören oder fühlen, es ist ein Gefühl, umso mehr kommt aus uns heraus, umso lebendiger sind auch wir und kreativer können wir draußen agieren in der Welt. Ja, absolut. Ja. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, das ist einfach unsere Einladung an dich, also hinzuspüren zu dieser Plattform, der Content wahrzunehmen und schauen, was du
du erzählen kannst. Oder Silvia, hast du noch was hinzu? Sonst würde ich abschließen. Nein, ich finde, damit können wir unsere Zuhörerinnen mit dem Ozean, mit der Plattform einfach auch einmal alleine lassen und sie dürfen hineinspüren in sich. Sehr gut. Dann bis zum nächsten Mal bei der nächsten Episode. Wir freuen uns sehr auf dich. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.